Herzlich willkommen zu meinem allerletzten Adventsvideo. Heute ist tatsächlich schon der vierte Advent und ich habe es mir jetzt auch ein bisschen gemütlich gemacht. Vor mir steht hier meine Teetasse. Die habe ich mal zum Nikolaus bekommen mit dem Rudolf drauf und ich finde die genial. Ich stehe total auf diesen Kitsch. Und passend zum vierten Advent habe ich mir überlegt, dass ich euch ein paar Fragen mal beantworte, die vielleicht auch ein bisschen persönlicher sind, wie wir Weihnachten verbringen und so weiter. Ich habe mir ein paar Fragen aus dem Internet rausgeschrieben, die habe ich hier alle in meinem Büchlein drin. Und ich mache quasi einen kleinen Weihnachtstag. Ja. Und ich hoffe, das wird nicht zu lang, weil wenn ich anfange zu reden, dann kann das auch mal eine Weile dauern. Also macht es euch auch gemütlich und dann legen wir jetzt los mit der ersten Frage. Ich liebe Weihnachten, also nicht nur die Feiertage an sich, auch diese Adventszeit, diese vorweihnachtliche Stimmung. Also der ganze Dezember ist eigentlich so ein Monat von mir, den ich sehr mag, weil ich auch im Dezember Geburtstag habe. Ja, also definitiv eher. Ja, Adventskalender ist definitiv ein Muss. Also ich habe zumindest immer einen aus Schokolade, den ich mir dann entweder noch selber gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Und in diesem Jahr, ja, habe ich ganz oft gesagt, wie gerne ich doch einen Adventskalender hätte. Und habe dann aber auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und so kurz vorm 1. Dezember dachte ich mir, ach du meine Güte, du hast gar keinen Adventskalender. Und meine Arbeitskollegin hatte einen mitgebracht aus Schokolade auf der Arbeit. Und dann habe ich hier zu Hause gesagt, naja, ich habe ja dann wenigstens einen Schokokalender auf Arbeit. Und dann kam mein Mann, also der ist dann ins Wohnzimmer gegangen, hat da irgendwas rumgewühlt und kam mit einem riesen Douglas Adventskalender und meinte, und wo stellen wir den jetzt hin? Ich habe mich so gefreut. Ich weiß nicht, ich liebe Adventskalender einfach. Jeden Tag ein Türchen aufmachen und ich finde auch, dafür bin ich noch nicht zu alt und werde ich auch nie zu alt sein. Ich kann ihn ja vielleicht mal schnell holen. Moment. So, ich habe ihn mal schnell geholt. Das ist ein Riesenteil. Und mein bester Freund. Ja, und dann stand über mein Haupt, habe ich einen Mini-Adventskalender für meinen Hund gekauft. Das habe ich sonst noch nie gemacht, aber irgendwie fand ich das halt mal niedlich. Und da sind halt in jedem Türchen ist so ein Hundeknochen drin. Und meistens schläft unser Hundchen immer früh, wenn ich mich fertig mache, noch in ihrem Körbchen und denkt gar nicht dran aufzustehen. Aber sobald ich ins Wohnzimmer gehe und sie hört, wie ich diesen Kalender aufmache von Douglas, kommt sie sofort angerannt, weil sie weiß, dass ich danach diesen hier aufmache und sie einen Knochen bekommt. Ist total niedlich. Also ja, kann man schon mal machen. Also das ist auch eine sehr unnötige Frage für mich, denn ich liebe es, mein Zuhause zu schmücken mit Dekosachen. Und ich habe ja auch letztens ein Deko-Haul gedreht, weil ich auch immer neue Sachen wieder kaufe und schon gar nicht langsam weiß, wohin mit dem Ganzen. Aber ich finde es einfach schön, wenn man sein Zuhause ein bisschen umgestalten kann. Ich habe es auch schon ein bisschen reduziert, aber so, dass es einfach schön gemütlich weihnachtlich ist und ja... Das mache ich auch schon ziemlich zeitig. Ich weiß, dass viele das ja erst nach dem Totensonntag machen. Also ich entscheide je nach Gefühl. Und in diesem Jahr war es sehr zeitig, dass ich das Gefühl hatte, ich bin total in Weihnachtsstimmung und mein Zuhause muss jetzt definitiv mit Weihnachtszeug vollgestellt sein. Das war, glaube ich, dann schon Ende November. Also so die letzten beiden Novemberwochen oder so. Ja. Da letzte Novemberwochenende war ja auch schon erster Advent. Also ich habe es auf jeden Fall vor dem ersten Advent, meist schon eine Woche vorher oder so. Und ich liebe das einfach auch, wenn die Leute in ihren Fenstern so Lichterketten haben oder Schwibbögen oder Sterne. Und wenn man dann so durch die Straßen fährt, finde ich das einfach richtig, richtig schön. Definitiv ja. Wir backen jedes Jahr Plätzchen, auch wenn sie nicht der Hit sind, muss ich mal dazu sagen. Also wir probieren jedes Jahr uns irgendwie zu verbessern und die Plätzchen herzustellen, die so richtig gut sind. Also meistens sind unsere Plätzchen zwar sehr hübsch, weil wir sie dekorieren und mit Schoko und mit Streuseln und mit dies und das. Aber meine Oma backt Plätzchen, die sind wirklich der Oberkracher. Die sind so richtig...
knusprig, die sind auch immer dicker und dann hat sie so mit Butter und Vanillezucker drauf und die schmecken so, so gut. Und in diesem Jahr haben wir dann uns das Rezept von Oma richtig geben lassen und in diesem Jahr sind unsere Plätzchen, die ja eigentlich Omas Plätzchen sind, wirklich richtig gut geworden. Weil ich mag es auch eher so ein bisschen knuspriger. Manche mögen das ja, wenn das so, wenn die Plätzchen so weich und mürbe sind. Und ich mag das, wenn die so richtig knusprig sind. Und das haben wir in diesem Jahr hinbekommen, wenn wir zusammen Plätzchen backen, auch mit der Familie. Immer die traditionellen, normalen Plätzchen mit den Ausstechförmchen. Ja, gehört einfach dazu. Also ich würde es jetzt mal allgemein auf Düfte beschränken, jetzt nicht unbedingt gleich auf Parfüm. Und da ist es auf jeden Fall Vanille und Zimt. Also wenn ich Kerzen kaufe, ist es meistens irgendwas mit Vanille. Also zum Beispiel von Yankee Candle Vanilla Cupcake, glaube ich, heißt die eine Sorte. Die riecht so gut. Ich liebe das in der Wohnung, wenn man solche Kerzen anhat. Oder Zimt eben. Also ich finde, Zimt riecht auch so weihnachtlich. Und wenn man das in Kerzenform oder so irgendwo hat, göttlich. Ja, ansonsten, was Düfte angeht, habe ich ja erst ein Video darüber gemacht. Und mein liebstes Weihnachtsparfüm ist von Dior Hypnotic Poison. So, ich versuche mich jetzt bei der nächsten Frage wirklich zusammenzureißen, dass ich jetzt hier nicht in einem Medley ende. Und zwar ist die nächste Frage, welche meine liebsten Weihnachtslieder sind und welches Lied kann ich überhaupt nicht leiden. Vorneweg, ich liebe Weihnachtslieder. Die sind einfach so schön, egal ob es traditionelle sind oder eher so in die Pop-Richtung. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, glaube ich, bin ich eher so der Typ Pop-Weihnachtssongs. Also ja, so von Britney Spears, Mariah Carey. Ja, ich mag die, glaube ich, weil die einfach auch ein bisschen moderner klingen und man direkt gute Laune bekommt. Ich bekomme so gute Laune, wenn ich Weihnachtslieder höre und ich überhöre mir die auch nicht, ne? Also ich kann die dann hoch und runter hören. Und ich würde jetzt mal sagen, mein liebstes Lied ist wahrscheinlich wirklich All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey. Auch wenn manche vielleicht denken, mein Gott, das kommt so oft und überall. Und ja, und ich höre es immer wieder und finde es immer wieder toll, weil ich kann dann auch nicht still bleiben bei diesem Lied. Und das ist ein gutes Zeichen. Melanie mit Wonderful Dreams aus der Coca-Cola-Werbung. Auch ein wunderschönes Lied. Vielleicht die Medien ein bisschen versaut haben, ist Last Christmas, habe ich damals auch sehr gerne gehört. Aber das kann man wirklich nicht mehr hören. Wenn das im Radio kommt, denkst du dir, nicht schon wieder. Das ist sehr schade, aber es ist leider so. Ich spür, mein Held wird kommen. Auch wenn viele von den Märchen auch schon total genervt sind, weil es einfach so oft in der Weihnachtszeit kommt, bin ich absolut Team 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich liebe dieses Märchen immer noch. Ich gucke es jedes Jahr und ich liebe auch eigentlich diese Melodie. Aber was diese Ella endlich heißt sie, hat ja daraus ein Lied gemacht, aus dieser Melodie von dem Märchen mit dem Titel Küss mich, halt mich, lieb mich. Und ja, ich sag mal so, ich arbeite auch in der Stadtverwaltung und wir haben unten ein Standesamt. Und ihr wisst wirklich nicht, wie oft ich dieses Lied bei Trauungen schon hören musste. Was vielleicht gar nicht so schlimm gewesen wäre, wenn man das mal ab und zu gehört hat, aber es nimmt wirklich fast jeder. Dann wird es wahrscheinlich noch jeder Zweite in dem Hochzeitstanz haben. Und das weiß ich nicht, das habe ich mir so überhört und ich finde das nicht, irgendwie nicht schön. Dieses Küss mich, halt mich, lieb mich. Ich mag das nicht. Das ist zu viel des Guten. Und deswegen auch ein Weihnachtslied, was gar nicht geht.
Ja, jetzt habe ich die Frage schon ein bisschen beantwortet. Mein liebster Weihnachtsfilm, dazu zähle ich jetzt einfach auch mal Märchen. Und es wäre definitiv Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Allgemein schaue ich wirklich gerne Märchen zur Weihnachtszeit. Aber es müssen die alten Märchen sein. Diese Neuverfilmungen auf diese moderne Art und Weise, da komme ich überhaupt nicht ran. Also 0,0. Meine Oma hat manchmal so gesagt, komm, wir gucken uns jetzt hier mal so ein neues Märchen an, ne? Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir immer bei meiner Oma und also, es geht gar nicht. Das geht wirklich nicht. Das ist alles viel zu modern und wenn ich ein Märchen sehen will, dann möchte ich auch die alten Kulissen sehen, die alten Schlösser, die Kleider und so irgendwie alles, was dazu gehört. Und ja, deswegen bin ich ein absoluter Märchenfan. Ansonsten, was Weihnachtsfilme angeht, ist es zum Beispiel noch Kevin allein zu Hause und wirklich nur Kevin allein zu Hause. Ich gucke auch Kevin allein in New York, aber Kevin allein zu Hause ist der absolute, mein absoluter Lieblingsfilm und da kann ich auch schon fast jede Szene mitsprechen. Ja, und was ich total gerne gucke, ist Michel. Michel Lönneberger, dieser kleine freche Bub mit den weißen Haaren, der immer so viel Unfug getrieben hat. Also, das kommt ja auch immer zu Weihnachten und das haben wir irgendwie auch immer geguckt und ich liebe diese Folgen. Also da kenne ich zwar auch schon alle in- und auswendig, aber das sind halt so Sachen, die man sich immer wieder dann gerne anguckt. Da bleibt mir nur die Antwort ja. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Also es ist so, dass nicht jeder Weihnachtsmarkt für mich so ein Weihnachtsmarkt ist, wo ich unbedingt hin muss. Weil oft sind die dann einfach nur so ja ein, zwei Fressbuden und der Rest ist Rummel. Das mag ich persönlich nicht. Weihnachtsmärkte sind einfach total schön. Auch wenn man danach mit 10 Kilo Übergewicht nach Hause kommt. Mein Gott, das ist dann einfach so. Weil, also wirklich, Weihnachtsmarkt ist ja die reinste Fressorgie. Und selbst wenn man dann eins gegessen hat, was Herzhaftes, ja, denkt man sich, gut, jetzt brauche ich was Süßes, dann bleibt es nicht beim Crepe, dann holt man sich noch den Erdbeerspieß, dann vielleicht noch ein paar Quarkbällchen, die gebrannten Mandeln habe ich auch noch nicht probiert. Glühwein, ganz wichtig, ja. Aber es ist trotzdem immer wieder schön auf dem Weihnachtsmarkt und wir gehen eigentlich jedes Jahr mehrmals. Also die Frage lautet ja eindeutig, ob ich an Weihnachten Schnee brauche und das würde ich mit ja beantworten. Also ich finde es wirklich schön, wenn an Heiligabend und auch an den Feiertagen am 1. und 2. einfach Schnee fällt und überall Schnee liegt und wenn es so runterrieselt an Heiligabend. Leider ist es oft in unserer Region schon gar nicht mehr so, da hatten wir auch schon 10 Grad plus gehabt, also ist eher selten geworden. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, brauche ich nicht wirklich Schnee. Ich bin nicht so der Schneetyp, aber an Heiligabend schon. Ja, ich denke, jede Familie hat so ihre kleinen eigenen Weihnachtstraditionen. Jeder macht es vielleicht auch ein bisschen anders. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir einen Tag vor Heiligabend den Baum schmücken. Ja, das ist eben an Heiligabend auch viele machen oder auch schon weit davor. Das ist wie gesagt ja immer unterschiedlich. Wir machen es immer einen Tag vor Heiligabend. Und dann haben wir auch immer eine CD, die ist uralt wirklich. Ich weiß gar nicht von wann die ist. Das ist so eine Weihnachts-Special-CD gewesen. Und die hören wir auch wirklich jedes Jahr. Auch immer zum Plätzchenbacken und so weiter. Und da sind dann auch, ist dann zum Beispiel auch noch ein Titel von den Schlümpfen drauf. In der Schlümpfenbäckerei. Und da kann man sie einfach nur wegschmeißen. Aber das ist halt, glaube ich, auch so eine Tradition. Die CD werden wir ja nie wegschmeißen. Und die hören wir dann auch, wenn wir den Baum schmücken. Und da freue ich mich dann auch immer richtig drauf. Ist einfach eine wunderschöne Zeit mit der Familie. Und ja. Ja, die Frage, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist sicherlich ein bisschen darauf ausgelegt, ob ich irgendwelche besonderen materiellen Wünsche habe. Dazu kann ich vielleicht im Anschluss noch kurz was sagen. Aber ja, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass meine Familie immer glücklich und gesund bleibt und dass es allen immer gut geht. Ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste und das kommt manchmal, ja, vielleicht auch in dieser Weihnachtszeit besonders nochmal hervor. Natürlich wünscht man sich das ganze Jahr, dass es der Familie gut geht und dass wir noch ganz viele Jahre zusammen haben, aber manchmal ist, glaube ich, genau die Weihnachtszeit dann der Zeitpunkt, wo man das auch nochmal so ein bisschen realisiert, dass es so wichtig ist, dass man viel Zeit mit der Familie verbringt und dass man das schätzt, was man hat, denn manchen Familien geht es vielleicht auch nicht so gut. Ja, denn manchmal stelle ich mir auch die Frage, was wäre denn Weihnachten ohne meine Familie, ne? Und ich finde, Weihnachten ist da einfach so eine besinnliche Zeit,
wo man vielleicht darüber auch nochmal intensiver nachdenkt oder sich einfach freut, dass es so ist, wie es ist, weil ich habe wirklich eine ganz tolle Familie und freue mich einfach, dass ich sie habe und ja. Ja, und wenn ich jetzt mal die Frage ganz sachlich betrachte zum Thema Schenken. Natürlich schenken wir in unserer Familie uns gegenseitig Sachen und bei mir ist es immer so, dass ich meistens eine Wunschliste schreibe, so richtig traditionell wie früher, die ich auch meist dann schon ziemlich zeitig geschrieben habe und wo verschiedenste Sachen draufstehen, kleinere Wünsche, größere Wünsche. Und ja, davon weiß ich dann auch nicht, was ich davon bekomme, ob ich überhaupt etwas davon bekomme. Aber meistens ist es dann etwas von dieser Liste und ja, da freue ich mich dann halt immer riesig drüber. Und es sind einfach Sachen, die mir dann auch wirklich hundertprozentig gefallen. Ja, also eigentlich mag ich ja total gerne, wie ich in meinem letzten Video auch schon gesagt habe, diese dicken, groben Pullover und wenn die auch ein bisschen länger geschnitten sind, dann trage ich die eigentlich gerne mit einer schwarzen Strumpfhose und so höher geschnittenen Stiefeln. Allgemein mag ich das momentan sehr gerne, wenn man so Overknee-Stiefel anzieht mit einer Strumpfhose und dann einfach so ein langes Hängerchenkleid, Pullover, was auch immer. Ja, das ist glaube ich so mein liebster Winterlook. Also bei der Frage brauche ich wirklich nur eine Sekunde. Lebkuchen. Also Spekulatius muss ich nicht unbedingt haben, aber Lebkuchen sind ein Muss. Ja, das waren dann auch schon alle Fragen zu meinem selbst zusammengeschnippelten Weihnachtstag. Ich habe mir die Fragen alle so ein bisschen selber herausgesucht und ja, ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in meine Weihnachtstradition geben konnte. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht in den Kommentaren auch mal reinschreibt, wie ihr vielleicht Heiligabend verbringt oder was ihr so gerne nascht. Alle diese Dinge. Ich denke, wir werden uns dann vor Weihnachten nicht mehr sehen und deswegen wünsche ich euch jetzt schon einmal vorab eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen tollen Heiligabend mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Ja, einfach eine schöne Zeit und ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!